Meine Damen und Herren, wir leben nicht nur einen meteorologischen Klimawandel, sondern auch einen gesellschaftspolitischen. Euthanasie wird wieder europaweit offen diskutiert in Form der aktiven Sterbehilfe. Und Länder wie Belgien, die Niederlande und Luxemburg haben sie auch bereits wieder eingeführt. In den Niederlanden wird sogar diskutiert, dass man die aktive Sterbehilfe schon bei Kindern unter 12 anwenden soll. Tobias Moretti hat 2007 eine viel beachtete Rede auf Schloss Hartheim gehalten über Sinn und Schuldigkeit. Und er spricht von einer neuen Euthanasie. Was früher Sozialhygiene geheißen hat, heißt heute Gesundheitsökonomie. Man muss sich dafür rechtfertigen, als behinderter Mensch glücklich zu sein. Und wer nicht unmittelbar glücklich ist, der vermindert das Glück von uns allen, der Gesellschaft. Wenn wir ins Kino gehen, dann sehen wir den Oscar gekrönten Film Amour, in dem ein betagter Ehemann seine Frau nach einem Schlaganfall mit dem Polster erstickt. Wenn wir den Fernseher aufdrehen, sehen wir Brandauer in der Rolle des an Demenz erkrankten Ernstes, der von seiner Frau ausgelöscht wird. Einer Marktumfrage, einer Gesellschaftsumfrage zufolge, sagen 62% der Bevölkerung, dass sie für die aktive Sterbehilfe sind. Von solchen Gesellschaftsbildern, vor allem medialen, sind wir geprägt. Aber wenn man gefragt wird, warum soll ich so leben, dann wird vor allem gemeint, dass man so nicht mehr leben möchte. Man möchte nicht mit Schmerzen auf das Ende warten. Aber unsere Antwort darf nicht Euthanasie sein, sondern Hospiz, dass man in Würde ein Leben bis zum Ende leben kann. Nicht selbstbestimmtes Sterben darf im Vordergrund stehen, sondern selbstbestimmtes Leben in Würde bis zum Ende. Oder wie es Kardinal König gesagt hat, nicht durch die Hand eines anderen sterben, sondern an seiner Hand.